ja, die Ebbe kommt und die Leute graben wie Sau. Es ist auch arschheiß das Wasser. Diesmal einen nicht so wunderschönen guten Morgen am 24. Februar 2019. Das ist nämlich auch schon nachmittags und meine Kamera ist weg. Also, wir sind am Hot Water Beach. Long story short, ich habe meine Kamera am Waihi Beach heute Morgen stehen lassen. Deswegen sind wir die ganze West Coast hochgefahren und wieder zurück, weil ich es dann erst bemerkt habe. Dort hat es ein Kerl mitgenommen, angeblich bei der Polizei abgegeben, aber die Polizei hat ja Sonntag zu, deswegen muss ich jetzt weiter telefonieren und schauen, ob ich meine gute Kamera, die Sony, wiederbekomme oder eben nicht. Erstmal jetzt also mit der GoPro, sorry dafür. Wir sind am Hot Water Beach, auch zur richtigen Zeit eigentlich, also zur eher Ebbezeit. Hier sind noch einige am Graben, wir haben da wenig Lust zu, weil das eher unspektakulär aussieht. Deswegen pflanzen wir uns hier kurz an den Beach und dann geht es weiter zu den Cathedral Cove. Jetzt wird erstmal was gegessen. Ja, die Ebbe kommt und die Leute graben wie Sau. Es ist auch arschheiß das Wasser. Da war so eine kleine Flüsse, wo wir gerade mal durchgegangen sind. Das kannst du kaum aushalten. Ist eine lustige Sache. Schon krass, wenn auf einmal so auf einer Stelle wirklich einmal richtig heiß wird. Ja, sollte man sich mal angeguckt haben, wenn man sowieso hier ist. Angekommen am Hahai Beach oder wie auch immer das ausgesprochen wird, auf dem Weg zur Cathedral Cove. Ihr könnt entweder unten im Village parken und dann den Bus Shuttle nehmen oder so wie wir bis kurz davor fahren, obwohl man es eigentlich nicht sollte, und dafür $10 bei irgendeinem Anwohner parken, der sich daraus ein Geschäft macht, und dann die restlichen 200 Meter bis hier zu dem Punkt gehen, wo die Bus Shuttles einen auch abladen würden und von da aus dann den Walkway beginnen, und das machen wir jetzt. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, die Landschaft ist hier auf jeden Fall der Hammer. Coromandel at its best. Und hier haben wir 4 Ziegen auf einem Bild. Erster Zwischenstopp auf dem Weg dahin ist die Gemstone Bay. Ganz cool, soll auch zum Schnorcheln da sein, ist aber nicht sehr einladend das Wasser. Aber für 3 Minuten Umweg ganz cool. Nächster Halt Stingray Bay, auch nur 5 Minuten weiter. Schon etwas geiler. Wir kommen der Cathedral Cove immer näher. Und da sind wir angekommen an der Cathedral Cove. Da ist sie. Das ist echt geil. Der Weg lohnt sich. Halbe Stunde weiter sind wir in Vitianga, haben hier Fish and Chips gegessen am Hafen direkt, super lecker, super geil, und genießen hier kurz nochmal die Aussicht. Wieder mal gutes Wetter. Wir campen hier im Holiday Park und morgen geht's weiter, also erstmal gute Nacht. Gute Nacht.